über die Dualität, die dunklen und die lichten Kräfte auf diesem Planeten. Die aufsteigenden Seelen entfernen sich von der Negativität der 2D- und 3D-Schwingungen der alten Erde und gehen zu einer völlig anderen und unglaublichen neuen Erde über. Es gilt als die entscheidendste Zeit in der Geschichte des gesamten Universums. Und es ist extrem wichtig für uns, jetzt hier zu sein. Viele aufsteigende Seelen wollen an dieser Erfahrung teilhaben, auch wenn es nur für kurze Zeit ist. Sie wollen hier sein und dabei sein, wenn es passiert. Die Frequenz und die Schwingung des Transformationsplaneten ändern sich rapide. Die Zeit beschleunigt sich, der Aufstieg beschleunigt sich und alles geschieht viel schneller. Die Erde selbst hat eine bestimmte Schwingung und Frequenz, die sich verändert und beschleunigt hat. Auch Wissenschaftler sind sich dieser eindeutigen Verschiebung bewusst. Die Frequenzen und Schwingungen der Erde verschieben sich und wir bereiten uns darauf vor, in eine ganz neue Dimension der Erdgeschichte einzutreten. Das ist notwendig, weil die alte Erde sich so weit verschlechtert hat. Um auf die neue Schwingungsfrequenz der Erde überzugehen, muss und wird eine Trennung stattfinden. Dieses planetarische Aufstiegsereignis wird vom gesamten Universum beobachtet. Unsere eigenen Frequenzen verändern sich dramatisch und wir sind bereits dabei, uns zu verändern. Viele Menschen, die aufsteigen, leiden an körperlichen Beschwerden, die Ärzte nicht immer diagnostizieren können, weil sie noch nie zuvor gesehen haben. Unsere DNA und unsere Schwingung verändern sich, während wir bewusst mit dem Planeten aufsteigen. 2020 war ein entscheidendes Jahr für Selbstreflexion und Selbstverwirklichung, das durch den zeitgleichen Ausbruch von Covid die Menschen dazu nötigte, ihr Leben aus einer viel breiteren Perspektive zu betrachten. Der Aufstieg spielte eine entscheidende Rolle dabei, die Menschen für den einzigen Weg zu Gottes Liebe zu sensibilisieren. Das Jahr markierte auch eine klare Trennung zwischen zwei Realitäten, was zu einer gründlichen Bewertung verschiedener Aspekte des Lebens führte. 2020 war auch eine Zeit, in der man eine freie Willensentscheidung treffen konnte. Der Verbleib in den niederen Zeitlinien würde den weiteren Weg bestimmen, genauso wie die Entscheidung, in die höheren Zeitlinien auf Gaia aufzusteigen, bestimmen würde, wohin die Reise hingeht. Die Zahl 20 fällt mit dem Willen Gottes, des liebenden Lichts des Schöpfers, zusammen. Der Planet wurde in dieser Zeit zur Beurteilung für das höchste Licht freigegeben. Der gesamten Menschheit wurde Zeit gegeben, bewusst aus den niederen planetarischen Strukturen aus- und aufzusteigen. Dunkle Mächte versuchten, niedrigere Schwingungen durch Seelenübernahmen auszunutzen, oft unbewusst für die unbewussten Individuen. Eine starke Verbindung zur göttlichen Quelle der Liebe und der Schöpfung zu entwickeln, ist entscheidend, um spirituelle Manipulation zu vermeiden. Es ist wichtig zu erkennen, dass, wenn wir unseren eigenen Geist nicht kontrollieren, es jemand oder etwas anderes für uns tut. Der Aufstieg ist eine ernste und unumstößliche, nicht verhandelbare Wahrheit, die einen unerschütterlichen Glauben erfordert. Dieser Glaube, der so klein ist wie ein Saatkörnchen, hat das Potenzial, zu einem riesigen Kraftgebirge zu wachsen. Wenn du auf dem Weg des Aufstiegs auf Herausforderungen stößt, wird dich deine wahre Souveränität immer leiten, schützen und nähren. 4D 5D-Aktivierungen finden jetzt statt, da viele aufsteigende Seelen sich in viel höhere bewusste Zeitlinien bewegen. Dies ist für die Beschleunigung der nächsten planetarischen Aufstiegswelle. Wir können einige große Durchbrüche und Veränderungen erwarten, die in den nächsten Tagen und Wochen beginnen. Mögest du weiterhin in Gottes liebender und rettender Gnade auf diesem Planeten aufsteigen.
Lasst uns gemeinsam die Gelegenheit ergreifen, uns dem liebevollen Licht und der Energie des höheren Aufstiegs anzunähern, der unser ganzes Wesen heilt und reinigt und alles loslässt, was uns jetzt nicht mehr dient. Mit Liebe gechannelt für das aufsteigende Kollektiv von den Lichtarbeitern des Aufstiegs. Im liebevollen und hingebungsvollen kollektiven Dienst am Aufstieg.